So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge MyTest. Ich überlege gerade, für diesen geschützten Schalter, ich meine, das wird eine Anlage, die wahrscheinlich wieder unnötig groß wird, was meine Überlegung ist, ob wir mit einem Taster einen Flipflop ansteuern können. Weil ein Taster können wir kombinieren mit einem Anwesenheitsprüfer. Also so wie hier hinten bei den Türen, wobei wir sagen, wenn ich als Spieler in der Nähe bin, gibt das Ding ein High-Signal. Und wenn wir den Taster drücken, gibt das Ding auch ein High-Signal. Und dann kommt dann da einfach ein Endgate. Und nur wenn der Spieler anwesend ist und er dementsprechend den Taster drückt, durch das Endgatter, dann wird das Flip-Flop umgelegt. Also entweder von High auf Low oder von Low auf High. Und damit kann man dann quasi einen Schalter simulieren, den nur der Spieler selber umlegen kann. Gibt es jetzt sogar vielleicht sogar schon Flip-Flops? Ne, das war was. Scheinbar nicht. Schade eigentlich. Dann müssen wir uns einen Flip-Flop selber bauen. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wie genau wie die Dinger gebaut werden. Da. Oh, Warte mal kurz hier, mach ich mal. Okay. Flip-Flop-Schaltung ist ja gar nicht so schwer. So, warte mal kurz, ich mache mal hier, damit ihr kurz seht. Lalalala. Gut, zwei. So. Ne, hier Flip-Flop. Und da. Achso, das hier. Das hier. So, Flip-Flop oder auch bistabiler Krebsstufe oder bistabiler Krebsglied genannt ist eine Einschaltung, die zwei stabile Zustände des Ausgangs Signal besetzt. Dabei hängt der aktuelle Zustand nicht nur von den gegenwärtig vorhandenen Eingangssignalen ab, sondern außerdem von dem Zustand der vor dem betrachteten Zeitpunkt entstanden ist. Eine Abhängigkeit von Zeit besteht nicht, sondern nur von Ereignissen. So. Ach nee. Was? Okay, nee, das Flipflop ist doch was anderes. Was heißt denn das, was ich meine? Wer ist denn das nochmal? Oder gibt es mehrere Arten von Flipflops? Nee, das gibt verschiedene Arten von Flipflops. Genau. Genau, hier. T-Flipflop ist, was ich meine. Und dabei ist nämlich dieses T-Signal, dieses Toggle-Signal. Und immer wenn du das halt befeuerst, dann wechselt halt der Ausgang von Q. Strich Q ist dabei uninteressant. Strich Q ist nur das invertierte Signal von Q. Ja, aber eben. Genau, weil der Aufbau ist nämlich auch ein bisschen komplizierter. Das hier wäre der Aufbau. Nein, wäre er nicht. Das ist ein anderes Bild. Halt, stopp, jetzt rede ich. Zurück. Aus Ende. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Toggle-Flip-Flop. Bilder. Ich meine, letztendlich ist es das, weil
Ob du das Ding nun als Clock oder als. Also ist ja in dem Moment T. Aber du brauchst ja echt wirklich viele Gatter, ne? Das ist schon. Ich nehme gut, wie gesagt, wenn du alles aus NAND-Gattern machen möchtest. Die Frage ist halt, geht's auch einfacher? Da sind hier alles normale Flipflops. Wir brauchen aber ein T-Flipflop. Mal gucken, was da rauskommt. T-Flip-Flop. Ah! Okay. Das sieht ein bisschen einfacher aus. Mal kurz. Genau, hier hast du, hier oben hast du die Rückschaltung. Die Rückschaltung von dem. Okay. Dann können wir das doch schon mal als Blaupause benutzen. Ach, gibt sogar richtigen Artikel T-Flip-Flop. Oder was? Haben wir vorhin nur nicht gesehen. Gut, das ist ja ein bisschen sehr groß. Oh, ist das so groß? So, kurz nach da. Mein Test kommt wieder nach. Holala. Holla die Waldfee. Interessante Bilder hier schon wieder bei mir. So, mein Test. So. Problem ist dafür, da bräuchte ich mir natürlich nochmal ein bisschen Platz, aber können wir hier unter dem Boden bauen. Muss ich da bloß ein paar Steine wegreißen. Wir bauen uns erstmal hier testhalber auf. Erstmal brauchen wir ein paar Gates. Wir brauchen eigentlich nur NAND-Gates, ne? Ja. NAND-Gates. Wir haben keinen einzigen NAND-Gates. Oh ne, scheiße aber auch. So, brauchen wir auf jeden Fall einen Mesocon. Haben wir. Haben wir Taster? Nö. Ach doch, wir haben einen Taster. So, das ist der Taster. Das simuliert denn unsere Überwachung, ob wir da sind. Dann brauchen wir einmal ein AND-Gate und ganz viele NAND-Gates. Aber das sind alles andere Gates hier. Also keine Bill Gates. Also, oh Junge, haben wir noch mehr Taster. Ja. Na gut, nevermind. Gut. Wie teuer waren Gates? Gates waren ja gar nicht mal so teuer, ne? So, NAND-Gate kostet. Ach, brauchen wir schon wieder hier dieses Siliziumklumpen. Aber ja, ein paar. Müssen wir auch mal wieder neue bauen hier. So, alles. Wir nehmen mal. Na komm. Wir nehmen erstmal nur die vier, die wir brauchen. So, und dann brauchen wir noch ein AND-Gate. Ist das einfach so? Ja, wäre zu einfach gewesen. Was ist denn AND? AND. Ach so, okay. Dankeschön. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Problem ist halt, wir brauchen für die Anlage echt Platz. Da brauchen wir, dadurch, dass sich die Dinger nicht gegenseitig berühren dürfen, brauchen wir da echt ganz schön viel Platz sogar. Das könnte echt ein Problem werden. Wir bauen die Anlage mal draußen auf. Haben wir irgendwo eine große freie Fläche? Nee, ne? Verdammt. Ich meine, wenn die Anlage hier nicht raufpasst, auf diese Fläche, ja, haben wir sowieso ein Problem. Was dann auch unten nicht in den Keller reinpasst. So, das heißt, wir brauchen. Du kommst nach da, du kommst nach da. Und das war's. So. Wir haben. Ach ja, die Eingänge müssen ja von der Seite kommen. Boah, Alter, das.
Die Dinger noch breiter. Das Ding ist ja fast so breit wie ich hier. Kann doch gar nicht funktionieren. Wie in the Lord of Fark soll das funktionieren? So, wir machen als Eingang erstmal nur einen reinen Taster. Ja. Ungefähr so. So, der Eingang kommt jetzt erstmal. Ey, halt. Jetzt rede ich. So, daran. Und der Eingang muss auch an das andere. Das klappt nie im Leben. Gut, ich kann das hier auch wegmachen. Dann kann ich das so machen. Ich gehe mal hier auch von unten. Ey! Von unten ran. Was denn hier? Taster. Lol. Beim Schalter geht das nicht, oder? Wenn du hier so einen Schalter hinbaust. Genau, der kann. Achso, gut, jetzt steht hier auch das Ding. Doch, doch, der kann das auch. Net to know. Gut. So, haben wir schon mal die eine Eingangsseite. Die andere Eingangsseite ist, ich glaube, ich packe das hier sogar andersrum hin. Weil die Seite ist nämlich denn die Rückspeisseite. Da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wie war das? Die Rückspeisseite. Ah, nee, die kommt. Von beiden getrennt. Also so und so. Die Rückspeisseite wird mit dem hier verbunden. Dann brauche ich das hier doch nicht. Und die wird mit dem verbunden. So, und jetzt ist nämlich das Spannende. Jetzt muss der mit dem Ausgang verbunden werden. Oh Gott, ich glaube, ich brauche welche von diesen isolierten Leitungen. Was brauche ich denn dafür? Hä, gibt es ja gar keine geraden Kabel? Doch, gibt's doch. Fiber. Versuch's erstmal so hier. So, das ist der Ausgang. Der geht an die. Ah, was ich überlege gerade. Weil mit NAND Gate wäre das zu umständlich. Ich glaube, ich kann so eine Schaltung auch mit diesen XOR-Gatter machen. Oder mit dem XNOR. Aber XNOR kann ich ja auch hier abbilden. Wie machen wir es am dümmsten? Oh, das hier ist einfach zu groß. Das kriegen wir unten nie im Leben hin. Das wird nicht funktionieren. Hey, herkommen. Danke. So, jetzt schauen. Hm.
hier. Also halt. So. Weil das ist hier halt so ein Grundschaltbild, wo du halt NAND Gate oder NOR Gate hast. Aber es muss doch noch besser gehen. Das muss doch. Ich sollte mal mein Mikrofon ölen. Es muss doch auch noch eine bessere Schaltung geben, du. Ich meine, wir könnten auch ChatGPT fragen, ne? Mal gucken, ob das was bringt. Das ist immer so ein magisches Schlüsselwort. Problem ist immer, die arbeiten alle mit einem Clock-Signal. Und ich will ja einen T-Flip-Flop ohne Clock-Signal. Das ist ja das Besondere. Ich will nur ein einziges Eingangssignal haben. Und immer wenn ich das betätige, soll umgeschaltet werden. Das Problem ist natürlich, ist halt relativ schwierig, weil eben du brauchst letztendlich immer ein Clock-Signal. Ich meine, wir können auch mit dem Clock-Signal arbeiten, dann packen wir noch so eine komische Pflanze mit dran. Dann macht es das vielleicht einfacher. Problem ist halt, dann haben wir hier wieder zwei End-Gates immer zusammen verschaltet. Was auch nicht so das Problem wäre. Wir versuchen mal die Schaltung nachzubauen. So. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir da nicht so viele Rückläufe haben. Weil gerade die Rückläufe ist halt hier mit Mesecon sehr schwer nachzubauen. So, das heißt, wir haben ein Endgate und ein anderes Endgate. Achso, jetzt brauchen wir Endgates, keine Nandgates. Scheiße. Also, wir brauchen schon nur zwei Nandgates, aber halt nur zwei. Und dafür mehr Endgates. Achso, ich habe da alles dabei, was ich brauche. So, End. Gib mir mal. So. Aber hier ein Endgate. Das passt sogar so relativ gut. So, jetzt haben wir nämlich hier. Aber jetzt ein Endgate mit drei Eingängen. Die beiden hier werden sowieso miteinander kurz geschlossen, weil das ist ja hier dann quasi der Eingang, das Clock-Signal. Genauso wie halt auch T bei beiden anliegt. Ne? Das ist ja quasi dieses, das ist einmal ein Taktsignal und ein Clock-Signal, was beides kombiniert sein muss. Deswegen wäre auch die Frage, ob man quasi einfach eins von den beiden weglassen kann, weil müssen wir gucken, wie das in Mesecon funktioniert. Im Echten kannst du das nicht machen. Wobei im Echten müsste das auch funktionieren. Müsste im Echten sogar auch funktionieren, wow. Gut, wir gucken erstmal an, ja.
Gucken wir erstmal. So, das heißt nämlich, wir können das hier auch zusammenfassen. Nein, halt, das hier. So. Moment, ja. Vertikale brauchen wir auch. So. Können wir nämlich damit diese Brücke simulieren. Jetzt haben wir hier einmal so und so. Das klappt schon mal erschreckend gut. So. Na, hier ist das wieder eng, weil hier müssen wir jetzt wieder 2 Meter Konz haben. Ach scheiße, Mann, dann. Wird also auch insgesamt zu breit. Gut, ich versuche mal ganz kurz hier die Anlage ein bisschen zu vereinfachen und wirklich ohne Clocksignal zu arbeiten. Mal gucken, ob das im Mesocon gut funktioniert. Da müssen wir zwar drauf aufpassen, dass wir den Taster immer nur kurz drücken und nicht zu lange drücken, aber hey. So, dann haben wir hier das Eingangssignal. Ja, sieht ja verbindet aus. So. Und die aber die rückläufigen Signale. Ey! Wow. Lol. So. Jetzt haben wir hier vorne die beiden, das sind aber. Das sind aber andere Gates. Das sind da gar keine NAND Gates hier. Da brauchen wir das hier. Na gut. So. Das heißt, die kommen jetzt. Auch selbst hier brauchen wir mehr Platz. Die Schaltung braucht einfach zu viel Platz. Egal wie wir es machen. So. So. Haben wir das schon mal? Das geht nicht. Wir müssten jetzt eigentlich hier. Ja. Selbst das geht nicht. Ich muss noch eins hören. Hey. So, und der muss nämlich an seinem Ausgang ran. Und der hier. Musste noch eins höher. Wobei die. Ne, der muss noch 2 höher. Also aber deprimiert hier. Ja, genau. Der muss noch eins hören. Ich gehe kurz in den Flugmodus. Das heißt aber, dass wir die Anlage auch nicht bauen können, weil einfach zu hoch wird dann.
Und das alles für einen einfachen Flipflop. Warum gibt es kein T-Flipflop im Spiel? Oder vielleicht gibt es sogar eins und ich habe es bisher übersehen. So, du musst ja nämlich nach. Da. Und schon gehen wir die vertikalen Dinger aus. Ja. Haben wir noch vertikale? Ja. Gut, dann muss ich nochmal welche einpacken hier. Brauche bloß noch zwei Stück, glaube ich. Wie war denn das? Ach. Dann halt so. Achso. So. Okay. Damit haben wir schon mal die Verschränkung. So, und die müssen jetzt eigentlich nur noch zurückgeführt werden. So. Und so. Und jetzt immer, wenn ich hier klicke, pop. Warte kurz, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Also die Ausgänge gehen einmal zurück an den Eingang des Endgates. Jetzt bin ich gerade von meiner Einschaltung hier verwirrt. Da! Das, ach ja, nee, das hier. Das komplette Humbug. Die Dinger müssen nicht hier an den Eingängen ran, die müssen an den Ausgängen ran. Oh mein Gott. Alter. Das heißt, ich brauche noch eine Ebene drüber. Oh, fuck. Ich muss jetzt von hier nach da vorne. Ich meine, man könnte alles mit diesen komischen Wireless-Dingern machen, aber da brauchst du, ja, dann hat man davon halt sehr viele. Und die Dinger kosten, glaube ich, sehr viel. warum gibt es nicht einfach so eine Flip-Flop-Schalter? Das ist doch kacke. Ich meine, oder wir machen etwas, also das ich glaube offensichtlich nicht. Dann müssen wir doch mit einer anderen Methode ran, und zwar mit einer Verzögerungsschaltung. Weil das hier, das wird ja offensichtlich nichts. So, was wir brauchen, ist NAND. Dann packen wir hiervon einen in die Mitte. Sein Ausgang ist gleich der Ausgang. Und einer von den Ausgängen ist dann auch der Eingang. Und der andere Eingang ist dann nämlich
ein Taster. Und jetzt müsste dieser Taster. Oh, halt. Pop. So, und hier brauchen wir jetzt noch irgendwo. Wobei, nee, funktioniert so gar nicht. Was mache ich hier gerade? Mal kurz. Dort habe ich nur eine klassische Verzögerung, aber kein, dass er den Zustand wechselt, wenn ich den Taster drücke. Na gut, ich glaube, ich mache erstmal kurz Feierabend und muss mal ein bisschen recherchieren. Ist das blöd. Na gut. Ja, bis zur hoffentlich nächsten Folge. Ich hoffe, ich noch dieses Jahr aufnehmen werde. Bis dann.